Liebe Kommunionkinder mit euren Eltern und Verwandten, heute wäre euer weißer Sonntag gewesen und ich denke an euch. In der Nagelkapelle, wo ich die Messe feiere, da bin ich mit euch allen verbunden. Ihr seid vielleicht auch ein wenig traurig und das kann ich gut verstehen. Eure Erstkommunion fällt nicht aus, aber muss verschoben werden und mit der Feier heute halt auch das Fest, das ihr in euren Familien feiert. Auch die Geschenke fallen aus. Ich bitte euch, seid nicht allzu traurig. Die Erstkommunion wird nachgeholt. Und vielleicht gibt diese Verschiebung auch die Gelegenheit, nochmal intensiver über die heilige Kommunion nachzudenken. Jesus will zu euch kommen. Er will euer Freund werden fürs ganze Leben. Er gibt euch Frieden, er gibt euch Freude. Wo Jesus ist, da kann man gut leben. Wo Jesus ist, da ist gut sein. Und wenn ihr das jetzt in diesen Tagen nochmal tiefer bedenkt, dann wird vielleicht eure Erstkommunionfeier, wann immer sie in diesem Jahr stattfinden wird, ein noch tieferes und schöneres Erlebnis. Das wünsche ich euch. Ich grüße euch von ganzem Herzen, euch, alle, die mit euch verbunden sind, eure Familien, wünsche euch einen schönen weißen Sonntag in der Corona-Zeit. Beachtet alles, was jetzt nötig ist, damit ihr nicht krank werdet und niemand von euren Lieben, und hofft, dass wir da auch wieder rauskommen. Und dass sich dann das Leben vielleicht sogar intensiver und tiefer, friedlicher, schöner, gemeinschaftlicher gestaltet. In der Corona-Zeit können wir auch einiges lernen für unser Leben danach. Das wünsche ich euch auch für euer christliches Leben, für euer religiöses Leben. Euch allen einen schönen Sonntag, alles Gute und bleibt gesund und hoffnungsvoll.